Bei mir steht ein Ladebalken, rüste eine Lichtquelle mit Q aus. Bei mir ist das mit Q. Oh, hallo. Hallo? Was? Was denn? Also, Was ist los? Was denn? Hä? Was ist denn los jetzt? Warum lachst du mich aus? guck mich mal an. Also, ich hab Fragen. Zwei Fragen. Ich hab zwei Fragen. Oh, hinter diesen Kannibalen, egal. Erste Frage, guck mich an. Warst du nicht vorher braun gebrannt? Und meine zweite Frage, wieso siehst du auf einmal aus wie Peter Lustig? Wie sehe ich aus? Wie Peter Lustig. Nee, wie Löwenzahn. Ja, doch, das ist doch der Peter Lustig. Ja, Peter Das Lustig. ist eins zu eins aus wie Peter Lustig. Was ist passiert? Ich Hinter dir steht weiß nicht, einer, was du gell? meinst. Hi. Das ist der mit dem Haken. Der hat einen Haken, der fehlt Oh mir noch im mein Gott. Inventar. Kriegst du aber nicht. Glaube Sicher? ich. Ja. Ah, er leckt. Er hängt fest. Das ist Okay. gut. Oh, er hängt nicht mehr fest. Das ist nicht gut. Aber schön, dass du mit diesen Worten mich auslachen, die Folge beginnst. Okay, er hat. Aber das Spiel hat keine Performance-Bugs mehr oder so. So, und mit diesem ersten Kill einen wunderschönen guten Tag, meine Herrschaften und meine Damen natürlich auch. Willkommen zurück zu einer neuen Folge The Forest, The Forest, der neue Sons of the Forest. Ich kann das auch Mit nicht mehr. mir? Okay, das war's für Ja, heute Miki. wieder. Das bringt nichts. Ja, Wir sehen uns das morgen war's wieder. eigentlich schon wieder Mach's komplett. gut. Tschüss. Ciao, hauen Sie rein. Kommen Sie nicht mehr zurück. Ja, du kannst es weitermachen mit deiner Begrüßung. Nein, der lauft schon wieder zurück. Da machen wir doch erst. Hallo, hallo. Wir sind hier unten lang gelaufen. Das Lager, das ist doch gut. So, ich Ja. wollte mir noch einen Speer bauen, glaube ich. Das wollte ich mir noch machen. Was ich noch gerne machen würde, ist zu fragen, wo wollten wir nochmal hin? Wir wollten eigentlich erst schlafen. Nee, wäre Zwei noch Tag. Stücke. Ein Oh, ich hab Seil. Hunger. Nein. Ich muss einen Snickers essen. Und ich brauche mein Messer. Kein Snickers macht nur so wenig satt. Das ist einfach gelogen. In Ash ist man dann komplett satt, wenn man Snickers isst. Ich habe aber schon relativ viel im Inventar auch, muss ich sagen. Es läuft. Muss ich wirklich sagen. Ja, ich mein, mir geht's so. Aber mir sieht das Inventar schon knackig aus, muss ich ehrlich. Muss ich schon. Ja, würde ich sagen. Okay. Ja, doch. Ja, bei mir könnte es noch besser sein. Aber egal. Genau, aber wie geht es weiter? Was ist jetzt unser Plan? Also warte mal, gehen wir mal gucken. Und unsere Navigationssysteme. Wir sind kurz vor einem grünen Punkt. Waren wir da bei einem grünen Ja, Punkt? das war der, wo wir fast gestorben sind. Ach so. Und da unten ist wieder unsere Freundin. Ich bin übrigens immer noch nicht schlüssig, ob das eine Freundin ist oder eine Feindin. Weil wir sie ja Die greift uns wiederbeleben können. nicht an. Die greift uns nicht an. Die haut Ja. einfach nur immer ab. Ich bin mir nicht sicher, ob die böse ist. Oh mein Gott, da unten ist ein Mir auch nicht. Eischörnchen. Gab es beim letzten Mal schon Eischörnchen? Aber die wird dann Ja, irgendwann klar. übel schnell, guck mal. Aber wieso? Vielleicht, weil sie zwei Beine Wie mehr hat als sind wir. die Vielleicht alle? eventuell deswegen. Oder ein Bein mehr. Sollen wir ganz Digga, ich habe runter? so Angst vor dir. Bitte geh einfach weg. Du siehst aus, als ob du mich gleich Oha! vergewaltigst oder so. Das ist gar nicht nett von dir. Sehe ich noch so aus wie vorher bei dir? Ich weiß leider nicht mehr, wie du aussiehst. Du siehst aber ganz normal aus, ja? Du bist einfach weiß geworden. So ein weißer alter Mann, das ist richtig gruselig. Wieso bin ich hier mit so einem weißen alten Mann auf einmal? Ich habe die Identität getauscht. Ich habe vor dir mehr Angst als vor den Kannibalen. Und ich bin auch gespannt, was es für Monster gibt. Wir wissen ja noch gar nicht, was es für Monster gibt. Und Deswegen habe ich jetzt auch gerade gedacht, wir laufen jetzt hier den Fluss runter bis zu unserem ersten Spot, weil da unten sind wir abgestürzt und gehen dann da in die Höhle rein. nee, also ich hätte Willst einen du anderen davon? Vorschlag. Ich halte von dem Vorschlag gar nichts. Ich würde sagen, dass wir tatsächlich jetzt endlich mal anfangen, uns eine Base aufzubauen. Weil wir brauchen, bevor wir diese ganzen Entdeckungszonen machen, schon eine Base, an die wir zurückkehren können, wo Essen und Trinken und sowas ist.
Aber wir haben halt nichts. Wenn du in eine Höhle gehst, brauchst du schon Essen, Trinken und Medizin. Wir haben nicht mal eine Medizin. Wir sind gerade eben an einem Kannibalen fast gestorben. Wir können doch in die Höhle gehen. Ja, nee, das kriegen wir schon so hin zu zweit, oder nicht? Nein, auf keinen Fall. Guck mal, wir sind vorhin schon fast gestorben. An zwei normalen Kannibalen. In der Höhle sind viel stärkere Gegner potenziell. Findest du wirklich? Ja. Also ich hätte es ausprobiert. Weil wir haben direkt daneben unser Haus, unser Zelt. Ja, unser Zelt, aber wir und haben noch keine Zelt, Base ja. Mit Essen und Trinken und was man halt so alles braucht. Der isst die echt, als wäre das hier alles ein veredelter Schmackofatz. Das ist ja. Aber ich nehme die mal mit, ich esse die gar nicht. Ja, mein Inventar ist schon voll von denen, deswegen kann ich nicht mehr. Aber ich muss sagen, was ich halt echt cool finde, ist, dass man die Kannibalen viel schwieriger sieht. Vorher hast du die echt kilometerweit schon gesehen. Ich habe auch meine Sichtweite aufs Maximale gestellt. Und ich sehe sie. Auch noch mal. Ja, und ich sehe sie trotzdem oftmals erst, wenn sie kurz vor mir stehen, weil das halt einfach echt cool gemacht ist. Wollen wir hier am Strand sein, jetzt oder wie? Ich auch. Nee, oder? Ich wollte meine Plane wenigstens zurückholen. Ja, die ist hier oben. Aua. Alter Mann, lassen Sie mich in Ruhe, hören Sie auf, mich unsittlich anzufassen. Also und genießen sie eigentlich weiter ihre Rente. Ist ja voll der Unterschied. Hm? Ist ja voll der Unterschied mit der maximalen Sichtweite. Ist es echt? Ja, wenn du 70 hast, ist das viel kleiner. Hier ist die Plane. Ah ja, hast du einfach nur abgebaut, oder was? Oder wie konntest du die mitnehmen? Nein. Danke. Was? Danke. Was denn? Dass du die Plane mitgenommen hast. Echt jetzt? Dann hat er das automatisch aufgesammelt. Ja, ich habe keine Plane. Echt jetzt? Oh, sorry. Ja, dann bleibt er stehen. Hä, wieso? Nee, nimm du die. Ja, nimm du die, alles gut. Guck mal hier. Du kannst... Ja wieder. Liegt wieder Seil und Plane. Nee, stopp. Das respawnt wieder, okay. Das ist OP, das war beim anderen Teil auch so tatsächlich. Das ist ja auf jeden Fall schon mal OP. Da müssen wir uns eigentlich einen Spot suchen. Oh, das Ding ist, was halt hier echt schwieriger ist, fällt mir gerade auf, jetzt wo wir das hier so finden, was halt echt schwieriger zu sein scheint, ist die Tatsache, dass wir ja hier keine Flugzeugreste haben und nicht 1000 Koffer hier auf dem Gebiet wahrscheinlich rumliegen werden, ne? Wir nehmen jetzt nur Kannibale. Ja, hab ich auch gerade gesehen. Und Kannibalen, muss ich auch sagen, gibt es dafür, dass wir gerade jetzt angefangen haben, auch schon ganz schön viele. Wir sind erst im Tag 3. Ja, die zeigen sich auf jeden Fall. Wo ist unser Dulli? Der konnte sich da irgendwo aus dem Busch so ganz creepyhaft. Bestimmt. Der hilft uns auch eh nicht. Wo ist der denn? Ja, die Frage ist jetzt, wo wollen wir unsere Base bauen? Ich wollte jetzt nicht irgendwo am Rand, ich würde schon irgendwo mitten an der Base, damit wir von dort aus halt schon überall hingehen können. Oder was sagst du? Ja. Dann lass hochgehen. Komm mit. Da steht einer mitten am Strand. Ja, am Strand stehen die immer gerne. Das war früher auch immer so. Oder ist das ein anderer Typ? Das ist unser Dulli. What the fuck ist los mit ihm? Guck dir hier an. Er läuft, als hätte er sich die Hose geschissen. Kannst du mir mal sagen, warum der da hinten war? Und hinter uns auf dem Stein steht der, guck mal, der Tisch chillt aber. Die greifen uns aber auch nicht an. Ja, genau. Junge, diese Alter, Geräusche. Du haust ihm voll gegen den Kopf. Alter. Ey, er ist, ich glaube, also ich habe jetzt eine Prediction an dich. Die merken wir uns bitte. Der Dulli hier, ich glaube, der will uns nichts Gutes. Ich trau dem nicht. Nichts Gutes? Nee, ich trau dem nicht. Ich glaube einfach, der hat eine Gehirnerschütterung und hilft uns einfach nur, weil wir dem halt nur vorlesen können, also schreiben können, was er machen soll. Was zum Teufel tust du hier mit ihm? Ich will den Koffer. Dann musst du auch den Kopf abhacken, hier so. Hab ich. Da hinten liegt er. Wo? Da bei einem anderen Kannibalen, ich glaube, der frisst den Kopf. Wo ist der andere? Oh, das Blut ist viel ekliger geworden. Hallo? Guck, da spritzt Blut aus seinem Kopf raus. Oh. Was? Da spritzt raus?
Oben, siehst du es? Oh, unser Dudel rennt schon mit. Alter, hier ist jemand. Ja, ich sehe den die ganze Zeit schon. Pass aber auf. Oh, guck mal, der hat aber schon eine geile Arschletze. Ich bin halb tot. Oha, hast du gesehen, ich hab ihn einfach weggeworfen. Ich bin wirklich richtig umgehauen. Ja, dann lass jetzt also in die Mitte der Map. Da hinten weg. Ja, siehst du? Der Kevin ist schon ein bisschen ganz komisch. Hier ist noch einer. Bei dir. Auf dem Baum. Der springt auf den Baum zu Baum. Ja, komm, dann lass jetzt in die Mitte der Map laufen. Und dann so Base aufbauen. Aber wir müssen halt echt jetzt langsam mal anfangen. Weil wenn jetzt wieder Nacht wird, müssen wir wieder unser Zelt aufbauen. Und das ist voll nervig. Hast du recht. Hast du absolut recht. Da laufen wir in die Mitte, soweit es geht. Da ist ein Fluss in der Mitte der Map. In der Mappe der Map ist ein Fluss in der Map. Oh, gib mir eine. Kann ich die Arschbacke abschneiden? LOL! Da war im Busch! Junge, da ist einer im Wasser noch. Digga, aber wie viele sind das? Ich bin wieder fast tot. Hört mal langsam auf. Da kommt noch einer. Wir könnten ja wirklich schon eine. Aua! Oh mein Gott, ich bin fast down. Ich bin One-Hit. Oh. Ich habe ein Problem. Aber das regeneriert sich nicht mehr von selbst. Stein. Übrigens. Ah, doch, doch, ich regeneriere mich doch. Hä? Er läuft wieder weg einfach. Hallo? Beschützt mich doch mal lieber. Er läuft einfach. Siehst du? Ich traue dem nicht, Biggie. Der läuft jetzt einfach irgendwo hin. Der tut irgendwem Bericht erstatten. Ich sag's dir, Biggie. Ich traue dem nicht. Ich glaube, das ist ein Arschloch. Dummes Arschloch. Das ist ein Arschloch. Richtig dummes Arschloch. Komm, wir müssen jetzt in die Stadt. Was? In die Stadt? Ja. In die Stadt, Leute. Komm mitten in die Stadt rein jetzt. Aber wir müssen den Fluss jetzt einfach mal hochfolgen. Ja, da wird ja irgendwo ein Gewässer sein, wahrscheinlich ein stilles. Oder? Da oben in der Mitte von der Map. Über die Map sieht so aus, als ob da ein Fluss wäre, weil das wäre ganz geil eigentlich. Aber ein fließender Fluss ist eigentlich auch geil, eine Base zu bauen, oder? Ja, aber da gibt es keine Fische. Ein Schweinchen oder sowas? Ja, hab ich auch gesehen. Da gibt es aber keine Fische. Ein Hase ist das. Wir brauchen irgendwas, wo es Fische gibt. Und das ist am See meistens. Was ist hier? Was ist denn das? Wir sind. Egal, ich nehm's mal mit. Aber ich meine, selbst wenn wir jetzt gleich einen See direkt finden, ist das immer noch nicht mitten auf der Map oder sowas. Wir sind ja immer noch am Rand, weil die ist ja riesengroß. Ja, ja. Problem ist halt nur, man hat nicht so eine ganz große Map. Ja, aber die kann man bestimmt finden. Boah, ich find's auch cool, wie das Wasser teilweise so am Bildschirm dran tropft. Finde auch sehr stark. Ja. Aber ich finde echt, dass viele Kannibalen unterwegs sind, aber keine Ahnung, vielleicht ist es auch schon, weil wir 3 Tage unterwegs sind und einfach nur am Rumlaufen sind. Mit so einem junger Kerl, mit so einem weißen alten Mann. Junge, was mobst du mich denn die ganze Zeit? Ich kann doch nichts von meinem Aussehen. Ja, aber wieso gehst du auf so eine Expedition, wenn du einfach 80 Jahre alt bist, Digga? Was machst du hier? Ich hab die Erfahrung. Ich hab die Lebenserfahrung. Sehr ehrlich, du willst den Typen die Frau ausspannen. Wie hieß sie nochmal? Ja, die war 60, gell? Ja. Ja, so eine 20 Jahre jüngere gegönnt. Wie heißt sie denn nochmal? Ich hab den Namen schon. Oh, ey, man erschreckt sich ja unfassbar, wenn die vor dir einfach aus dem Boden springen. Birgit oder so? Birgit? Birgit, glaube ich. Bärbel? Birgit? Irgendwas mit B, glaube ich. Beate Use, glaube ich. Du siehst, weißt du, wie dein Charakter aussieht? Der sieht aus wie so ein Money. Ich glaube, er ist ein Money. Das habe ich hier gerade kaputt gemacht. Keine Ahnung, aber du bist Money. Hey, wieso haben wir da oben ein Haus angezeigt? Was haben wir da gebaut? Da haben wir gespeichert. Da haben wir auch eine Plane. Eine Plane. Ja, und einen grünen Punkt. Aber den grünen Punkt waren wir. Oder ist das der grüne Punkt da, wo wir Essen geholt haben? Oh mein Gott. Ja. Digga. Lass mal gucken, dann ist da bestimmt auch wieder Essen drin, oder? Meist ist es wieder da. Ja, wenn das doch respawnt, können wir doch eigentlich gerade mal einen kurzen Schlenker dahin machen. Ach, stimmt, da unten drin meinst du, ne? In dem Loch. Ja, genau. Meinst du, wir sollen einfach mal bis oben hin zum Ende der Map laufen, damit wir wissen, wo ungefähr. Ich hab mich nicht erschreckt. Digga, das ist so laut. Ich blick auch gar nicht zurück. Ich lauf einfach. Ich lauf einfach durch.
Aber also er schreckt sich so sehr, der Reise jetzt in die Hose geschissen hierbei. Das wäre so lustig gewesen. Aber wo ist es? Ah, da vorne. Der Regen ist auch schon laut. Oh, 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 oh. So geschafft. Ich hab auch Angst. Ich hab grad. Ey, ich hab mich grad so erschreckt. Ich hab einfach hinter mich geguckt. Alter, jetzt warst du grad. Ey, ich hab grad einfach hinter mich geguckt, weil ich mich so erschreckt hab. Warte mal, ich hab grad eine Taschenlampe. Hast du das auch? Ja, aber das Batterie verbraucht ja. Oh, die ist sexy. Die brauchen wir hier eigentlich echt nicht, gell? Was? Die brauchen wir hier eigentlich echt nicht, ne? Nö, ist ja nix. Kannst du mal nur runtergehen. Ist ja, hier sollte ja nix sein. Mach schon das Feuerzeug wieder an. Wo ist denn das? Bei mir ist immer noch auf Kuck. Ja, lol, das ist wirklich hier. Hab ich mich erschreckt. Von den Fledermäusen. Ja, wollen wir einfach tausendmal jetzt das Spiel neu starten? Erstmal ein bisschen cheaten. Nein, das ist kein Cheaten. Das ist. Aber das ist geil, dann das ist das Essen hier immer. Ja, und hier endet wahrscheinlich das Spiel auch. Schätze ich jetzt einfach mal. Meinst du? Aber der Saugroboter ist immer noch nicht fertig mit sauber machen. Der ist kein. Aber hat er dich befreit? Ja, er hat dich befreit. Aus dem Schrank. Und hier hinten ist auch nochmal ein Bolzen. Armbrustbolzen. Das ist auch sehr sexy. Ja, früher kam aus den Leichen noch immer Geld raus, ne? Und Uhren und so. Die haben auch keinen Wert mehr, die ganzen Mitarbeiter hier. Wurden schon alle vorher schon ausgehobt. Aber das ist krass, aber die Mitarbeiter vorher schon wurden hier alle aufgehängt. Wie viele Armbrustbolzen hast du? Acht. Ey, im Inventar. Ist deine Mausempfindlichkeit im Inventar auch so langsam? Ja, aber was relativ Gutes eigentlich. Findest du? Wo sind denn die? Oh, ganz oben in dem Koffer. Wenn du ganz hoch gehst mit der Kamera. Ah. 7. Ha! Ich hab 8. Du stinkst. Du bist schlecht in diesem Spiel. Perfekt. Ja komm, haben wir hier alles? Können wir jetzt weiter? Ja, warte. Probier gerade was. Gerade interessant. Habe ich dir den jetzt gegeben? Hast du jetzt einen Stein im Inventar? Einen kleinen? Ich habe ganz viele Steine, 11. Ja, eben hast du 10. Guck, warte mal, du hast 11. Warte mal, wie viel hast du jetzt? Warte. Warte. Wie viel hast du jetzt? 12. Neu. Also das mit dem neuen Tool ist schon cool. Hallo. Heute noch. Aber man hielt sich, glaube ich, tatsächlich nicht selbst. Hast du noch Heal-Stuff? Nee, du hast nichts mehr zum Heilen. Oder? Ich hab eine Medizin noch. Eine Medizin. Weißt du, was ich mich gerade auch noch frage? Das muss ich gerade mal herausfinden. Steuerung. Man hat einen Rucksack, hat man da oben rechts. Wie rüste ich den aus? Den hast du automatisch an. Nee, das Komische ist aber, du kannst an dem Rucksack verschiedene Sachen rein und raus tun. Das ist dein Schnellzugriff. Ja, und wie? Aber wie stehen? Oben auf die Tasten, glaube ich. Oben 1, 2, 3, 4, 5. Die Lampe. Guck mal hier, die Leuchtfackel ist zum Beispiel die 3. Der Stein ist die Nummer 10. Nee. Hä? Nee, das ist die Anzahl. Aber du hast irgendwo einen Schnellzugriff auf jeden Fall. Ja, warte mal. Das würde mich schon interessieren jetzt.
das wird schon was vereinfachen, wenn man dann direkt nicht in den Inventar gehen muss, sondern einen Rucksack irgendwie in die Hand nimmt und dann... Das war vorher auch schon. Also du hast einen Rucksack auf jeden Fall. Ich weiß nur nicht, wo die Tasten dafür sind. Für Schnellzugriff. Ah, ich hab's. Ich sag's dir, wenn du mit rauskommst. The fuck, was ist das denn? Hä? Hä? Du sagst, was? Das ist gelogen. Du weißt es nicht und ich soll rauskommen. Nein. Das ist doof, ich kann mich nicht so leicht verarschen, gell? Du kennst mich schon zu lange. Ja. Ist auch ein bisschen belastend, finde ich. Sehr lange. Ich finde das gar nicht so gut. Nee, kannst du keine Spiels mehr spielen. Du würdest aber gerne. Immer die gleichen Tricks. Alter, ich hab dich von innen gesehen. Ich will diesen alten Mann nicht von innen sehen. Das ist Reife, nennt sich das. Hä, wo ist das denn jetzt hier? Übrigens, auch sehr interesting. Der KI-Typ kommt nicht mit in die Höhle. Dort, da oben ist die Insel schon zu Ende, Biggie. Da oben ist die Insel schon zu Ende. Krass. Nee. Links kommt in das Schneegebiet. Doch. Schau, da oben ist Strand. Oder von wo kamen wir jetzt? Ja, doch. Ja, doch. Ja, ne, wir kamen von der Richtung da hinten. Die Frage ist, ob rechts und links, wie weit das da noch geht. Ja, lass mal hier hochlaufen und da irgendwo unser Lager aufmachen. Da, oh, das lass muss mal doch zu, irgendwo uns, zu dem See, wo noch unsere Plane ist. Da können wir die auch gerade mitnehmen. Ja, aber, ja, genau. Aber es muss doch auch irgendwo einen See geben. Ist das hier der einzige See, den es gibt auf der Map? Nee, wir waren ja nicht so weit. Nee, glaube ich nicht. Also ich würde schon versuchen, relativ mittig irgendwo zu platzieren, aber die Frage ist, wo ist die Mitte? Ich würde dann Richtung diesem lila Punkt gehen. Ich glaube, da sieht schon relativ mittig aus. Ja, würde ich auch. Dann lass da unser Lager aufmachen. Dann lass den lila Punkt noch einsammeln auf jeden Fall. Und lass dann ja da unser Lager aufmachen. Okay, bin ich dabei. Wie viel Energieregel habe ich da eigentlich? 6. Ich kann nicht mal einen essen. Das ist sehr müde. Ah, stimmt. Der Energieregel, da wird man ja wach. Boah, unter Wasser sieht man echt gar nicht. Das Wasser hier ist sehr versifft. Finde ich. Ja. Hey, das ist auch sehr komisch. Wieso ist das Wasser hier so versifft? Müsste das auf so einer Insel nicht eigentlich ganz klar sein? Auf einer einzelnen Insel, wo keiner lebt, wo es keine giftigen Stoffe gibt, wieso ist hier das Wasser nicht sauber? Hier wurden halt schon sehr viele Experimente gemacht, wie man sieht, mit den Kannibalen. Das heißt, es könnte auch viel eklige Scheiße in den Fluss, in das Wasser reingelaufen sein. Hier, ich bin da reingelaufen. Das ist ja voll. Also wohin jetzt? Zum lila Punkt da. Da gucken wir uns dann nach dem Lager an. Kann ich ja hier richtig hier hoch? Die Richtung, ja. Du hast auch gerade getaucht. Gar nicht so tief wie, gell, hier. Nee. Das passiert aber auch nicht, du siehst es aber auch nicht. Jetzt da unten wäre vielleicht mal was zu sehen. Ja, nur im letzten Teil gab es auch Höhlen unter Wasser. Aber auch bei so großen Seen? Ja, ich glaube schon. Da oben zum Lilanen wollten wir, ne? Ja. Aber vielleicht gibt es ja auch so was mit Tauch, so wenig Leben. Aber anscheinend, also das ist schon mal was ich auf jeden Fall belastend finde, ist, dass die sich das Leben nicht mehr so schnell regeneriert. Also gar nicht mehr regeneriert. Gar nicht mehr anscheinend.
man muss komplett auf Medizin setzen. Und du findest halt auch kaum Medizin, weil es ja hier kein Flugzeug gibt, was abgestürzt ist und es hier auch keine Koffer gibt. Das heißt, wir sind diesmal darauf angewiesen, auch Pflanzen zu sammeln und uns Heal-Stuff, glaube ich, selbst herzustellen. Viel mehr als beim letzten Mal. Das habe ich mir auch gerade gedacht. Stimmt. Beim letzten Mal konntest du dich sehr, sehr carryen lassen durch die ganzen Kisten, die ja immer wieder gespawnt sind, die ja auch, wenn du neu ins Spiel kamst, immer wieder da waren. Aber das fällt jetzt einfach weg. Also war das vorher OP, wenn man dann ganz am Flugzeug geblieben ist, oder was? Ja. Safe. Also wir hatten da extremen Vorteile durch schon. Jedes Mal ist im Flugzeug Essen und Trinken neu gespawnt. Okay, ja gut. Okay. Aber wir waren trotzdem, hatten wir sehr schwierige Voraussetzungen und wir haben das perfekt gemeistert, weil wir sehr gut in dem Spiel waren. Ja. Wir waren die Besten. Das will ich nicht außen vor lassen. Ich finde das auch krass. Also die Map finde ich echt schön, weil du ab und zu einen Wald hast und manchmal hast du einfach so eine Wiese, wo kein Wald ist. Ja, was spannend wird, wird nur das Eisgebiet und der Strand auch auf jeden Fall. Ja. Dieser alte Mann. Waren wir da, waren wir neben dem lila Punkt auch bei diesem grünen Punkt? Wir waren hier noch nicht bei dem lila Punkt. Und bei dem grünen auch noch nicht. Bei beiden noch nicht. Glaube ich, oder? Das sind neue Punkte. Dann wird die Höhle da rechts auch angezeigt, obwohl wir da noch nicht waren. Ah, okay, stimmt, wir müssen da gewesen sein. Ich weiß nicht, vielleicht wird die aber auch wirklich angezeigt, einfach so. Wieso sind wir nicht da gerade eigentlich geblieben, dann auf der weiten Wiese? Und was ich mich auch wundert ist, wieso gibt es auf dieser Map Trampelpfade? Hier können wir was hältst du von hier? Das sieht. Kann man das nicht markieren hier? Oh ja, hier gibt's Rehe. Das ist sehr OP. Kann man sich das hier markieren? Aber wollen wir nicht eigentlich eher am Wasser sein? Weil guck mal, wie weit wir laufen müssen, um Wasser zu holen. Man kann sich doch auch diese Dinger zum die Wasser auffangen bauen. Ja, aber was mit Schildkröten-Dingern? Nee, Schildkröte habe ich schon eine kaputt gemacht. Da habe ich keinen Panzer bekommen. Ernsthaft? Ja. Kannst du nur das Fleisch rausschneiden? Achso, hier müssen wir lang. Wo willst du denn hin? Zum lila Punkt. Ah, da waren wir doch schon. Sonst wäre die Höhle doch nicht da oben. Ja, aber das hier ist das Eisgebiet direkt. Das kann ja gar nicht sein. Lol. Was ist das hier? Ich glaube nicht, dass wir hier waren. Was ist das denn? Der hinter dir ist ein Kannibal auf jeden Fall. Was hört ihr denn hier Musik? Kommt die Musik her? Ist das denn hier ernst? Das ist ein Kannibal, der da ist. Oh mein Gott, hier ist eine neue Axt. Moderne Axt. Kannst du auch schlafen? Die können wir auch speichern. Wir können den Kassettenrekorder nicht mitnehmen. Hast du den ausgemacht jetzt? Warum machst du denn aus, die schöne Musik? Hä, aber? Digga, geh weg. Die Musik hören. Oh mein Gott. Ich habe halt kein Leben, der kann mich one-hitten. Ich weiß noch nicht, wie ich mich heilen soll. Aber die Musik ist dieselbe aus dem letzten Teil. Die kenne ich. Hier ist eine Uhr. Hier ist noch. Bei mir ist ein Schmetterling auf meiner Axt gelandet. Wie cool ist das denn? Ich werde angegriffen. Ja, ich. Kann nur aus dem Hinterhalt angreifen. Vor allem ist der Mitte. Hast du den Brief schon aufgesammelt hier? Welchen Brief? Der unter dir liegt. Ah, ne, das ist Meal. Das ist Essen. Ah, ja, perfekt. Ich esse gerade. Perfekt. Da kann man auch durchswitchen. Junge, was ist das denn? Wie geil ist das denn bitte? Die Musik ist geil. Party, komm! Zeltparty! Und mit der Zeltparty wünsche ich euch verabschieden. Bis morgen, macht es gut. Tschüss! Alles gut, tschüss. Guck mal, der schöne Sonnenuntergang. Oh mein Gott. Mit der Musik.
Okay, tschüss. Ciao.